Willkommen zurück, schön, dass du wieder hier bist. Wir üben heute wieder gemeinsam ein Diktat. Du kannst dadurch nicht nur deine Rechtschreibung, dein Hörverstehen und deinen Wortschatz erweitern, sondern du wirst auch sehen, wie man eine Bitte um Informationen auf Deutsch schreibt. Denn das ist das Thema unseres Diktats. Das heißt, du kannst dich mit diesem Diktat zugleich auf die TELC Deutsch B2-Prüfung vorbereiten. Denn da sollst du eine Bitte um Informationen schreiben. Lass uns keine Zeit verlieren, los geht's, let's go! Ich werde dir jetzt den Text, also unser Diktat, einmal komplett vorlesen. Du sollst dabei einfach nur zuhören und natürlich keine Untertitel aktivieren. Dann lese ich jeden Satz einzeln vor. Ich lese jeden Satz zweimal. Wenn dir das zu schnell geht, dann pausiere einfach das Video. Und am Schluss lese ich den Text noch einmal vor, sodass du kontrollieren kannst, ob du alles aufgeschrieben hast. Im letzten Schritt musst du deinen Text dann natürlich korrigieren. Und das kannst du mit Hilfe unseres PDFs machen. Du kannst dir das PDF mit dem Text kostenlos runterladen. Der Link ist unten in der Videobeschreibung. Lass uns jetzt starten. Ich lese dir den Text jetzt einmal komplett vor. Sehr geehrte Frau Bauer, mein Name ist Sabine Lang und ich habe auf Ihrer Internetseite gelesen, dass Ihr Sportverein ab Juni einen Fechtkurs anbietet. Ich würde diese Sportart sehr gerne ausprobieren. Bevor ich mich jedoch anmelde, hätte ich gerne noch einige zusätzliche Informationen. Zunächst würde mich interessieren, ob es nötig ist, seine eigene Sportausrüstung mitzubringen oder ob diese von Ihrem Verein gestellt wird. Außerdem würde ich gerne wissen, ob es möglich ist, eine Schnupperstunde zu absolvieren, um einen besseren Einblick in den Kurs zu bekommen. Ich bin Anfängerin und bin mir noch nicht sicher, ob diese Sportart für mich geeignet ist. Über eine baldige Rückmeldung würde ich mich sehr freuen. Mit freundlichen Grüßen, Sabine Lang. Jetzt kommen wir zum zweiten Schritt. Jetzt sollst du die Sätze aufschreiben. Ich lese jeden Satz zweimal. Drück einfach auf Pause, wenn es dir zu schnell ist. Sehr geehrte Frau Bauer. Sehr geehrte Frau Bauer. Komma. Mein Name ist Sabine Lang. Mein Name ist Sabine Lang. Und ich habe auf Ihrer Internetseite gesehen und ich habe auf Ihrer Internetseite gesehen, Komma, dass Ihr Sportverein ab Juni einen Fechtkurs anbietet. Dass Ihr Sportverein ab Juni einen Fechtkurs anbietet. Punkt. Ich würde diese Sportart sehr gerne ausprobieren. Ich würde diese Sportart sehr gerne ausprobieren. Ausrufezeichen. Bevor ich mich jedoch anmelde, bevor ich mich jedoch anmelde, Komma, hätte ich gerne noch einige zusätzliche Informationen. Hätte ich gerne noch einige zusätzliche Informationen. Punkt. Zunächst würde mich interessieren. Zunächst
würde mich interessieren, ob es nötig ist, seine eigene Sportausrüstung mitzubringen. Oder ob diese von ihrem Verein gestellt wird. Punkt. Außerdem würde ich gerne wissen. Ob es möglich ist. Eine Schnupperstunde zu absolvieren. Um einen besseren Einblick in den Kurs zu bekommen. Punkt. Ich bin Anfängerin und bin mir noch nicht sicher. Ob diese Sportart für mich geeignet ist. Punkt. Über eine baldige Rückmeldung würde ich mich sehr freuen. Ausrufezeichen. Mit freundlichen Grüßen. Sabine Lang. Jetzt lese ich dir den ganzen Text noch einmal vor und du achtest darauf, dass du alles aufgeschrieben hast. Achte auch auf die Groß- und Kleinschreibung, auf die Zeichensetzung. Und jetzt geht's los. Sehr geehrte Frau Bauer, mein Name ist Sabine Lang und ich habe auf Ihrer Internetseite gesehen, dass Ihr Sportverein ab Juni einen Fechtkurs anbietet. Ich würde diese Sportart sehr gerne ausprobieren. Bevor ich mich jedoch anmelde, hätte ich gerne noch einige zusätzliche Informationen. Zunächst würde mich interessieren, ob es nötig ist, seine eigene Sportausrüstung mitzubringen, oder ob diese von Ihrem Verein gestellt wird. Außerdem würde ich gerne wissen, ob es möglich ist, eine Schnupperstunde zu absolvieren, um einen besseren Einblick in den Kurs zu bekommen. Ich bin Anfängerin und bin mir noch nicht sicher, ob diese Sportart für mich geeignet ist. Über eine baldige Rückmeldung würde ich mich sehr freuen. Mit freundlichen Grüßen, Sabine Lang. Vergiss jetzt nicht, deinen Text zu korrigieren. Lade dir das PDF runter. Der Link ist, wie gesagt, unter dem Video.
Da findest du auch noch einige Hinweise, auf was du bei deiner Korrektur achten solltest. Wenn dir Diktate Spaß machen, dann macht euch jetzt direkt mit diesem hier weiter. Sehen wir uns dort? Bis bald!